Zaubergoodies, meine Freunde Wölfe und was auch sonst noch da rumhüpfen. So wie Frösche zum Beispiel. Wir spielen mit der Dead Cells, auf mehreren Wunsch. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, dadurch, dass ich das jetzt nicht regelmäßig gespielt habe, muss ich gerade überlegen. Okay, sollen wir abrollen? Verstehe. Okay. Ah, was bist du denn? Okay, ihr wisst doch, was Dead Cells ist, oder? Das muss ich jetzt nicht mehr erklären. Und letztes Mal ging es mir ja nicht so gut, aber heute, da bin ich auch nicht fit. Ist aber egal. Das soll uns heute mal nicht stören. Und holy shit, woher wusste ich, dass hier was ist? Ist das... war das jetzt ein Upgrade? Oder eine Blaupause? Okay. Also ihr erinnert euch vielleicht an letztes Mal. Da sind wir, ja, so... Ja, ich glaube, es war einmal. Einmal abgekackt, oder? Ja, kann sein. Und wie heilt man sich nochmal? Ach ja, F gedrückt halten, okay. Oh, was war noch letztes Mal? Nichts. Also, wenn ihr das Video verpasst habt, dann schau. Lohnt sich. Bestimmt. Nein, es lohnt sich auf jeden Fall. Doch, ja, ja, ich habe entschieden, es lohnt sich. Holy shit. Wieso hat es eine... War das diese Puppe? Gott, wieso es eine Schutzblase besitzt? Gibt es keine... Wir hatten noch mal eine bessere Waffe, oder nicht? Ah! Was war unsere erste Waffe noch mal? War das ein Schwert? Ja, ich gebe zu, es ist doch schon etwas her, dass ich gespielt habe. Verdammt! Aber das soll uns nicht davon abhalten, heute irgendwas Außermäßiges zu entdecken. Also das ist das zweite Level übrigens, ne? Nicht, dass ihr euch wundert und euch fragt, was habe ich verpasst? Naja, du hast nichts verpasst. Die Tür lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Aber von dieser? Dann hier? Nein. Hier? Woher kriege ich den Schlüssel? Ist der vielleicht hier unten versteckt? Ha? Ha? Wow. Ach, wir können ja die Leitern hoch, oder? 6 Minuten 40 Sekunden versiegelt, schade. Wait, what? Okay. Was? Kann ich nicht einfach hier... Wieso vor 6 Minuten und 40 Sekunden? Was war da? Vor 7 Minuten und 4 Sekunden. Okay. Ja, also das Spiel ist mir halt genauso neu wie teilweise euch. Okay, gewöhnen wir uns dran. Also es gibt anscheinend auch Arschlochtüren in diesem Spiel. Na gut. Lieber eine Arschlochtür in diesem Spiel als eine Arschlochtür als Präsident. So würde ich mich jetzt fühlen, wenn ich Amerikaner wäre. Naja. Doch, Grillspieße. Jetzt habe ich Hunger auf Grill. Gott, geht das schon. Das ist ja nicht mal beeinflussbar. Aufzugschalter. Bam, bam. Ups. Könnte ich nicht. Könnte ich nicht. Könnte ich echt. Was wollte ich sagen? Genau, das wollte ich sagen. In den Gegner quasi reinruschen und dann Bangarang machen und hoffen, dass es funktioniert. Ich will jetzt nichts sagen, ne? Aber das war mickrig. Für alle, die es interessiert. Ich bin aber noch nicht zu 100% fit. Aber man gibt sich ja seine Mühe, ne? Könnt mir bitte irgendjemand mal erklären, was das für Viecher sind? Ich habe sie versucht, als Fledermäuse einzuordnen. Allerdings war das wohl nichts. Körper entweiht? Really? Körper entweiht? Warum nicht einfach tot? Nun ja. Ist ja nicht schlimm. Für viele von euch, die wissen es ja doch gar nicht, ich habe ja eigentlich eine Glatze, ne? Und letztens kam jemand auf mich zu und meinte, ihr Nazis habt alle kleine Pimmel. Und ich gucke ihn an. Aber das ist ja noch kein Grund, warum ich ein Nazi. Nun ja, lassen wir das mal so darauf bestehen. Baut der jetzt schon wieder um? Wie der Rest, schätze ich. Was denn? Dass sich hier alles ändert? Doch gar nicht so schlecht. Was hast du denn? Ich kenn Schlimmeres. Wow, bist du ein Boss oder? Ach nee, wir können mit dir reden, ne?
Er weiß, was ich getan habe, okay. Er kennt alle meine kleinen Geheimnisse. Du tötest Dinge, wie ich sehe. Ja, das ist... Also er ist unser Statist, quasi. Nicht Statistiker. Nein. Kann nicht geöffnet werden, oh schade. Wir hätten hier meinen Helltag übrigens gehabt. Das finde ich sehr, sehr schade, dass ich den nicht genutzt habe. Ich möchte wieder das Schild nutzen. Weil ich finde, das Schild ist irgendwie cool. Was denkt ihr? Könnt mir fürs nächste Mal... Schreibt ihr mir einfach mal in die Kommentare. Ihr sagt, hey, fürs nächste Mal will ich das und das sehen. Weil ihr sollt das Spiel auch kennen, ja, genau wie ich. Also, machen wir das doch zusammen. Ihr sagt, was ich nehmen soll und ich spiele es für euch. Okay, das war ein Fail. So war das nicht geplant. Ich komme mit dieser Abwehrtechnik auch nicht ganz klar. Leuten aufs Maul hauen kann ich ja mittlerweile. Das ist ja nicht so schlimm. Aber nicht aufs Maul gehauen bekommen. Das ist das Scheißproblem. Und ich verstehe immer noch nicht, was dieses Glimmer-Dings ist. Gut, so ging das schon mal nicht. Sorry, aber dieses Dungeon geht genau wie unser altes Dungeon. Findet ihr nicht? Ich finde, es wirkt wie unser erstes Dungeon. Also nicht wirklich viel random generiert. Oh. Schriftrollen-Dings. Ach ja, das macht das. Schaden durch violette, Schaden durch grüne. Na, gehen wir mal voll auf Damage diese Folge. Oder gucken wir uns das Spiel mal aus der DD-Perspektive an. Und nicht mehr nur aus der Defense hier. Scheiß schwule Defense. Was soll ich denn damit hin? Wow. Das ist alles irgendwie nicht nett. Können wir noch mehr Schaden kriegen, bitte? Oh, das fände ich voll cool. Moment, ja, ich kann es kitzeln. Geht es größer? Dopp. Nee, scheint nicht viel zu bringen. Wie er es immer so episch hochhebt, ne? So richtig stolz, so. Okay. Nee, wir wollen ja noch mehr auf Schaden geben. Was war das nochmal? Ach ja, Gold. Ach man, ich muss dieses Spiel öfter spielen. Das müsste man eigentlich mal im Stream spielen, oder? So richtig die ganze Nacht durchragen. Was? Ohne? Kennen wir das schon? Nee, oder? Kennen wir noch nicht. Warte mal. 1000 Gold haben wir. Was ist das? Infanterie. Siehst du? Ich glaube, das war ganz gut, dass wir das jetzt mitgenommen haben. Machen wir mal eine Herausforderungsgrab, hätte ich fast gesagt. Zeit übrig, Feinde übrig. Wuhu! Bam! Nein! Hat der Penner mich erwischt? Ah, ich darf nicht getoppt. Oh, das sind ja dann wirklich Herausforderungsgräber. Man darf nicht erwischt werden. Oha. Das finde ich wirklich cool. Das macht das Spiel noch vielseitiger. Und für alle, die es interessiert, ihr werdet viele Bugs eventuell finden oder ihr werdet Dinge sehen, wo ihr denkt, was? Das Spiel ist doch wirklich in der Early Access Phase. Also reißt es nicht zu sehr auseinander mit eurer imaginären Wut. Denn das bringt euch einfach nichts. Zudem interessiert es wahrscheinlich eh keinen. Weißt du, was ich. Weißt du, worauf ich gerade Lust habe? Ich weiß es nämlich nicht. Also, wenn du eine Ahnung hast, worauf ich gerade Lust hatte und ich es vergessen habe, schreib es mir in die Kommentare. Bitte. Ich glaube, es war etwas zu. Ich glaube, ich wollte was essen. Gosh, das sind komplexe Themen hier. Oh, Glück. Na gut, bevor das jetzt hier irgendwie auswuchert, quasi, ne? Nein, ich wollte nur gucken. Oder habe ich eine Karte? Ich habe nur unten die Karte, oder? Also bevor unsere Auswucherungen weiter auswuchern, lass uns das doch so machen. Wir machen das beim nächsten Mal weiter. Ist doch ganz cool, oder nicht? Ist doch chillig. Ach, wir müssen unten links rum. Okay, machen wir. Ich gehe jetzt nochmal eben hoch, weil da ist ein Teleporter. Und dann beenden wir die Aufnahme. Und dann lasst ihr mir eine Spende von 25.000 Euro da. Das ist nämlich als Startkapital, mir einen coolen Kanal aufzubauen, in dem wir 24 Stunden lang jedem großen YouTuber in den Arsch treten und zeigen, dass wir kleinen YouTuber perfekt nochmal die geilsten sind. Und wir keine
großen YouTuber brauchen. Und wenn wir dann groß genug werden, dass wir selber große YouTuber sind, dann halten wir trotzdem für die Kleinen. Gamers United. Bam. Oh, ihr habt die Ghetto-Faust nicht gesehen, also Ghetto-Faust noch. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ich teleportiere mich nach unten und holy shit. Kann mir da nichts passieren? Kann ich mich selbst verletzen? Ist gut. Das finde ich sehr gut. Das spart mir eine ganze Menge Probleme. Okay, also ich breche nicht ab. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Dead Cells und ich bin euer Wolf. Valadoris.